Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Wir freuen uns über jeden, der heute gekommen ist, um mit uns 50 Jahre Bengelhaus zu feiern. Heute ist was Besonderes. Wir sind nicht am Tatort in der Ludwig-Krapf-Straße, in deren Ding wie sonst beim Turmtreff am dritten Samstag im Januar. Wenn man den 50. Geburtstag feiert, dann ist die Wohnstube meistens zu klein. Wir sind begeistert, dankbar, von überall her sind Sie, seid ihr gekommen zu unserem Geburtstag. Miteinander nach vorne zu schauen, zu hören, zu sehen, zu verstehen, wie wir unseren Auftrag in veränderter Zeit wahrnehmen können. Es ist schön, in so einen Raum hineinsehen zu können, mit lauter Menschen, die mindestens Bengelhausgeschichte erlebt haben, zum Teil aber auch Bengelhausgeschichte geschrieben haben. Das Thema der Bibel ist die Ehre Gottes. Alles ist aus Gott, durch Gott, zu Gott. Und deswegen soll alles seiner Ehre dienen. Und das will und soll und muss sich das Bengelhaus immer wieder sagen und sagen lassen. Und wir wollen ihn ehren dadurch, dass wir drei Dinge hochhalten. Die Liebe zu seinem Wort, die Liebe zu seiner Gemeinde und die Liebe zu seinen Menschen. Keinen der Gründer hat es meines Wissens je gereut, dass wir das Haus gegründet haben. Aber das zentrale Anliegen war es, das Vertrauen auf Gottes Wort zu stärken und die historische Kritik zu überwinden, die den Protestantismus seit der Aufklärung belastete und jede Liebe zur Mission behinderte. 50 Jahre Albrecht Bengelhaus, das ist Grund zu feiern. Vor allem für Sie, die Sie dem Bengelhaus in besonderer Weise verbunden sind, aber auch für unsere Landeskirche. Menschen können aufatmen. Es ist eine Unterbrechung all dessen, was Land und Leute über 5 Jahrzehnte erfahren, erlebt, manchmal erlitten, aber vor allem mit Gott erlebt haben. Lobe den Herrn, meine Seele, alles in mir, lobe den Herrn. Wir erinnern ja an die Schallplatte, also werde ich mich um Langsamkeit bemühen. Und wenn ich gelegentlich Kollegen von außerhalb treffe, man ist ja viel unterwegs, ich zumal, dann erlebe ich immer einmal wieder die Frage, nun wie es in Tübingen so sei, fange an zu schwärmen. Tübingen ist, sage ich tatsächlich, dann meistens sowas wie die Insel der Seligen unter den theologischen Fakultäten. Mein Grund natürlich, da werden jetzt heute nicht alle Studierenden mitziehen, hier kann man noch Lehrveranstaltungen mit viel Latein. Und genau das fördert uns im Miteinander, in einem Miteinander des gegenseitigen Respekts, in dem die einen den anderen nicht den Verstand absprechen sollen und die anderen den einen nicht den Glauben absprechen sollen. Wenn wir so miteinander den Glauben und den Verstand bei dem jeweils anderen anerkennen, dann sind wir auf einem guten und fruchtbaren Weg. Und so erlebe ich auch den Weg, den wir miteinander gehen und freue mich darauf, diesen Weg noch viele Jahre mit Ihnen zu gehen. Mit 50, da hat man einerseits schon eine Menge erlebt und manche wertvolle Erfahrung gesammelt. Es liegt aber auch noch eine spannende Zeit mit vermutlich vielen neuen Herausforderungen vor einem. Das Bengelhaus ist gut vernetzt, besonders in Württemberg, und es leistet eine solide theologische Arbeit. Bleibt treue Verwalter der Gnadengaben Gottes, seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis, macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein und zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Vielen Dank. Das Bengelhaus hütet nicht die Asche vergangener Erweckungen, sondern hält die Flamme des Evangeliums lebendig. Das Bengelhaus brennt dafür, dass die Theologie und die Kirche die Bibel nicht vergessen. Das Bengelhaus erinnert seine Fakultät und seine Landeskirche daran, dass das Feuer des Heiligen Geistes in den Buchstaben der Heiligen Schrift lodert und das Herz dem heiß wird, der darin liest. Und er tut, was geschrieben steht. Das Bengelhaus ist so konzipiert, dass theologische Hitzköpfe gemeinschaftlich unter einem Dach wohnen müssen. Das ist Absicht. Denn die beste und richtigste Theologie bleibt falsch, wenn sie sich nicht im Leben bewährt. Wir werden neu geboren, wir werden von oben geboren und deshalb bin ich total gespannt, was Gott in der Zukunft machen wird, weil er das in den letzten 2000 Jahren regelmäßig gemacht hat. Jederzeit gab es neue Aufbrüche, werden wir auch haben.
Amen. Und am liebsten orientiere ich mich gar nicht von einem der eben beschriebenen Aufbruchsbewegungen, sondern bei den ganz frühen Christen. Nicht bei den Aposteln, die noch Jesus kannten, sondern bei denen, die danach kamen. Sich auch mit Landwirtschaft und mit Kühen auskannte. Und glücklicherweise war in der Nähe des Tells auch eine kleine Farm mit Kuhherden und die Kühe sind auch immer auf den Tell gegangen. Ab und zu ist eine in die Luft geflogen. Wenn man es auf einen Punkt bringen muss, wo der kritische Unterschied zwischen Islam und dem christlichen Glauben ist, dann ist es die Ablehnung der Erlösungslehre. Das ist meine Überzeugung. Die Bibel sagt uns nicht nur, was wir von Gott wissen und weitergeben sollen, sondern auch, wie wir es tun sollen. Der König von Württemberg hat mit einer Gesangbuchreform, mit einer Bibelreform, mit einer Gottesdienstreform den Herzensglauben an Jesus Christus quasi ersetzen wollen durch eine rationalistische, aufklärerische Denkweise. Wenn Sie heute allein an den Integrationsbedarf oder die Integrationsherausforderung denken in einer ganz normalen landeskirchlichen Gemeinde. Von links bis rechts oder liberal bis pietistisch-evangelikal. Da ist am Ende die Rede, wie viele werden beauftragt, also kriegen die Verheißung, 11. Für jüdische Ohren eine Katastrophe. Wir spielen Fußball mit 11, aber jüdische Ohren sagen, das wird nichts mehr. Die 12 ist wichtig. Die 12 Stimme, die 12 Jünger. Du bist gnädig und treu, du siehst uns, du machst eines Tages alles neu, du liebst uns, dann trocknest du die Tränen, die unseren Weg verschleiern, dann werden wir feiern. Abend steht unter dem Motto Loben und Danken. Lob und Dank, das soll unser Herr erhalten, der unser Bengelhaus 50 Jahre erhalten hat und bis zum heutigen Tag mit ausreichend Studienleitern, Hauslehrern, Hauslehrerinnen, Sekretärinnen, Hausmeistern, Bibliothekaren, Studentinnen und Studenten versorgt hat. Thank you.
an euch alle, dass ihr das Bengelhaus mit eurer Musik bereichert habt und es bis heute noch tut. Das Bengelhaus wäre nicht dasselbe ohne euch. Kommt bitte nochmal alle auf die Bühne. Ich bitte um einen tosenden Applaus für alle Musiker des heutigen Abends. Und alsbald waren da bei dem Bengel die Menge der anderen Bengel, die lobten Gott und sangen. Deshalb, liebe Bengel, steht auf und erhebt eure Häupter.